willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Ostermarathon unserer Fußballsendung Goal. Wir waren am Freitag schon bei 3 Spielen und zwar bei folgenden Begegnungen aus der zweiten Klasse Machfeld A, der SC Greuthal gegen USC Kronberg, das Derby. Dann waren wir bei der Partie aus der ersten Klasse Nordwest zwischen dem ASC Korneuburg und dem SV Spielern. Hier spielte also der zweite gegen den ersten. Und dann waren wir auch bei der Landesliga-Partie FC Mistelbach gegen den SKU am Städten. Und da wollen wir auch beginnen. Ja, und 500 Zuschauer kamen ins Sportzentrum Mistelbach und wollten den Tabellenführer hier ganz in Rot gegen die eigene Mannschaft sehen. Der FC Weinviertel Mistelbach in Schwarz-Weiß in der ersten Hälfte von links nach rechts. Und das ist Emir Dilic gleich nach 3 Minuten. Folgende Möglichkeit und der Nachschuss von Olschneger, gehalten von Torhüter Friesenecker. Ja, dann nach 10 Minuten, die Anfangsphase gehört klar den Mistelbachern. Thomas Aigner hier am Ball, legt ab für Emir Dilic und der scheitert ebenfalls an Torhüter Markus Friesenecker. Nach einer halben Stunde dann folgender Angriff über die rechte Seite. Christian Pesau hier mit der Nummer 2, der eine starke Partie machte. Flanke zur Mitte, da ist Emir Dilic und es steht 1:0 für den FC Weinviertel Mistelbach. Toller Kopfballtreffer vom Stürmer des FC Mistelbach und der eilt gleich zu seinem Trainer Peter Lattner. Steigt schön hoch, keine Chance für Markus Friesenecker im Tor des SKU Amstetten. Aber gleich nach dem Tor, erster Angriff der Amstettner. Da ist Goalgetter Robert Fekete, der dreht sich und Dominkovic kann hier diesen Ball gerade noch entschärfen. Aber Amstetten kommt dann gleich nach diesem Eckball wieder zu einer Möglichkeit, diesmal durch Planer per Kopf. Aber Pausenstand 1:0 für Mistelbach. Dann die erste Möglichkeit nach der Pause und gut geschossen hat wieder Planer und Dominkovic hält ebenso gut. Dann die Mistelbacher im Kurzpassspiel. Olschneger auf Dilic. Der spielt rüber auf Städter. Der geht ganz alleine, legt noch einmal ab auf Christian Pesau und der lässt Friesenecker keine Chance. 2:0 nach 65 Spielminuten. Mistelbach mit 2 Toren voran. Schön herausgespielter Konter am Städten in der Vorwärtsbewegung und dann geht es ganz schnell von der linken Seite ganz nach rechts rüber, da ist Christian Pesau und der macht das trocken und souverän 2:0. Ja, das freut auch Peter Lattner. Zu Hause funktioniert es einfach wieder beim FC Mistelbach. Aber am Städten wird dann stärker, drängt auf den Anschlusstreffer. Lachmeier, passt zur Mitte und dann hat Mistelbach Glück. Aber gleich Eckball, Kopfball, Dominkovic kann nur kurz abwehren und da ist Thomas Lettner und der kürzt in Minute 80 auf 2:1. Ja, es hat sich abgezeichnet, Amstetten drängte nach vorne, hatte eine Möglichkeit nach der anderen und Thomas Lettner verwertet eine dieser zahlreichen Möglichkeiten. Dann dieser Schuss von der Nummer 4 von Michael Achleitner. Und dann sind wir bereits in der Nachspielzeit. Torhüter Friesenecker will sich in den Angriff einschalten. Aber dann dieser Fauxpas und da ist Peter Mickel. Und der erzielt das 3:1 ins leere Tor. Großer Torhüterfehler von Markus Friesenecker im Tor des SKU Amstetten. Ja, wollte nach vorne spielen und sein Schuss ging im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Der FC Weinviertel Mistelbach erhöht in Minute 93 auf 3:1 und das war auch die Entscheidung. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei mir steht der strahlende Peter Lackner nach dem 3:1-Sieg gegen den Tabellenführer. Ja, zu Hause klappt es wieder. Ja, warum geht es jetzt auf einmal wieder in Mistelbach? Die erste
gute Partie war Götzendorf zu Hause und da ist irgendwo der Knoten geplatzt bei der Mannschaft. In Garfenz haben wir sehr gut gespielt, viele Torchancen erarbeitet, leider Gottes nicht verwertet, sind dann bestraft worden, Elfmeter verschossen und und. Also der Fluch, ich habe schon heute gehofft, dass wir keinen Elfer haben, dass wir so aus dem Spiel die Tore machen. Das haben wir auch getan. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, speziell dann am Schluss, in der Schlussphase, wo doch einige Spieler wie Eigner Thomas, der überhaupt keine Vorbereitung gespielt hat, da im Mittelfeld jetzt arbeiten muss und für die Mannschaft wirklich alles gibt und am Schluss, in den letzten 10 Minuten, wirklich am Zahnfleisch herumgelaufen ist, aber er ist drüber gegangen für die Mannschaft und das, also mich freut es riesig für die Truppe, sie haben es regelrecht verdient. Was hast du der Mannschaft gesagt vor dem Spiel, wie geht man das an gegen Amstetten? Wir haben versucht, Fegete ist die einzige zentrale Spitze, da haben wir versucht, da die Absicherung zu haben, dass einer immer auf ihm geht, der zweite die Sicherung übernimmt. Sie spielen sehr viel mit hohen Bällen, das haben wir im Training geübt, das haben wir immer wieder besprochen. Das haben die Mannschaft, darum habe ich in Ola kopfballstark groß ins Zentrum hineingestellt und hat er fantastisch gemacht, beide, auch der Edin Kasinovic. Und somit ist schon in einen großen Zahn gezogen. Ja, hochverdient für meine Begriffe. In der ersten Klasse Nordwest trafen sich der ASC Korneuburg hier ganz in Rot von links nach rechts und Tabellenführer SV Spielern, also das Topspiel der Woche. Und dann hier kommt es zur ersten Möglichkeit für den ASC Korneuburg über Matthias Kreuzer auf der rechten Seite, Flanke zur Mitte. Und Torhüter Swihel lässt den Ball fallen und Stefan Horniacek kann diese Chance nicht verwerten. Dann Freistoß für Spielern, Patrillo. Und guter Kopfball, aber auch dieser Ball landet hinterm Tor. Dann Eckball für Korneuburg von der rechten Seite. Kopfball und da ist das 1:0 durch Christian Steindl nach 17 Spielminuten. Korneuburg führt also nach einer guten Viertelstunde mit 1:0. Ganz allein am Elfer kommt er hier zum Kopfball. Schwerer Stellungsfehler. Aber dann Freistoß für Spielern. Schuss von Willinger. Und dann Probleme für Torhüter Gerald Wallisch. Zwischenzeitlich fiel dann der Ausgleich durch Tomislav Patrillo in der 21. Spielminute. Dieses Tor nicht im Bild, dann aber Freistoß nur 4 Minuten später und es steht 2:1. Korneuburg führt erneut durch Erhan Karaman. 25 Minuten vorbei. Der Ball passt genau. 2:1 für Korneuburg. Wieder Standardsituation, wieder kommt der Ball hoch in die Mitte. Noch ist der Ball im Spiel, jetzt über die linke Seite. Wieder eine Flanke zur Mitte und da ist Vajo Micic und der setzt den Ball neben das Tor. Dann wieder die Gäste aus Spielern. Foul hier an Tomic, dann Freistoß. Eine Sache für Patrillo. Kopfball und Tor, 2:2, Ausgleich. Mohamed Baab ist der Torschütze nach 32 Minuten. Erneuter Ausgleich des Tabellenführers. Schöner Flugkopfball, genau ins lange Eck. Schönes Tor zum 2:2 Ausgleich. Dann wieder Freistoß für Korneuburg. Gut geschossen, aber auch gut pariert von Torhüter Martin Swihel. Dann Ballverlust der Korneuburger. Und dann dieses Foul von hinten. Taktisches Foul, aber das war schon knapp an der roten Karte vorbei. Und Schiedsrichter Gerald Seiter zeigt hier gelb für Kevin Bell. Ja, dann war Pause 2:2 im Spitzenspiel der ersten Klasse in Nordwest. Nach der Pause dann dieser Eckball und wieder nur knapp am Tor vorbei.
Das Spiel verflachte etwas in den zweiten 45 Minuten. Dann aber diese Szene. Schönes Dribbling aufgelegt auf die linke Seite und das war wieder Glück für Korneuburg. Dann Freistoß für die Heimischen. Schussversuch durch Martin Kreuzer. Dann auf der anderen Seite dieser Freistoß und dann war das Spiel zu Ende. Das Spitzenspiel in der ersten Klasse Nordwest zwischen dem ASC Korneuburg und den SV-Spielern endet mit 2:2. Damit bleibt Spielern weiterhin an der Tabellenspitze. Ja, und in der zweiten Klasse Machfeld A kam es zum Duell der Nachbarn aus Kreuthal, hier ganz in Rot, und Kronberg in den weißen Dressen. Nach einer guten Viertelstunde dann Freistoß für Kreuthal, gut 25 Meter Entfernung. Wolfgang Antl lässt den Ball fallen und da ist Peter Zosak und der stellt auf 1:0 nach 14 Spielminuten. Patzer von Torhüter Wolfgang Antl im Tor von Kronberg. Der lässt den Ball hier fallen. Und da lässt sich Peter Zosak, der Goalgeter des SC Kreuthal, nicht zweimal bitten. 1:0 nach 14 Spielminuten. Ja, aber auch Kronberg hatte seine Möglichkeiten. Da gibt es dann Freistoß für die Gäste. Den Ball legt sich Christoph Kraus zurecht. Schlecht geschossen eigentlich. Da ist Lukas Romsdorfer und der scheitert an Torhüter Christoph Ecker. Gute Möglichkeit hier auf 1:1 auszugleichen. Dann eigentlich eine harmlose Szene, dann aber schlechte Kopfballabwehr. Der Ball kommt zur Mitte, da ist Peter Zosak. Der narrt die ganze Abwehr des USC Kronberg und es steht 2:0 nach 27 Spielminuten. Ganz überlegt und in aller Ruhe überspielt er hier drei Verteidiger und schießt den Ball Torhüter Wolfgang Antl durch die Beine zum 2:0 nach 27 Minuten. Dann sind wir bereits in der zweiten Spielhälfte. Freistoß für Kreuthal. Gutes Dribbling von Mario Pelz und dann wird hier noch vor der Linie geklärt. Dann wieder die Heimischen, diesmal über Dogan. Bald kommt auf die linke Seite, da ist Peter Zosak und das war wieder Glück. Ja, verdienter 2:0 Führung der Gastgeber. Wieder Zosak über die linke Seite, geht in den Strafraum, macht den Haken und dieser Schuss geht an die Stange. Ja, jetzt hätte er sogar sein drittes Tor machen können. Noch einmal in der Zeitlupe, guter Schuss aufs Kurzeck, aber der Ball geht von der Außenstange aus dem Tor. Und dann noch einmal eine Möglichkeit, guter Schuss von Gökhan Dogan, aber dann kommt es noch zu diesem Freistoß für Kronberg und der Ball streift nur knapp am Tor vorbei. Noch einmal Kreuthal, Ullmann, wieder Zosak und auch dieser Ball geht neben das Tor. Dann noch einmal eine Möglichkeit. Aber das war die letzte Aktion. Der SC Elektro-Ecker Kreuthal besiegt den USC Kronberg verdient mit 2:0. Hier nochmal die gesammelten Ergebnisse vom Osterwochenende. Ja, und dann sehen wir in der Tabelle die ersten 5 nur durch 4 Punkte getrennt. Enge Angelegenheit also. Ja, und die Spiele vom Samstag und vom Sonntag in unserer nächsten Goal-Sendung. Bis dahin. Tschüss.